Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, heute ist Ostersonntag, ne? Und was macht man so am Ostersonntag? meine Folge gucken und mehr natürlich auch. Wir sind jetzt hier wieder vor Warrant. Dann werde ich mal hinsegeln zu Warrant. Ich segle jetzt wieder zurück nach Warrant. Gut, Innos möge dich beschützen. Das dauert immer so ein bisschen. Ja, etwas später. So, jetzt sind wir hier. Wo ist denn eigentlich mein Ernst? Das ist ja interessant, der Ernst ist weg. Wir kommen jetzt wieder zurück. Da ist irgendwas faul. Ja, ich habe also nochmal den Spielstand geladen, bevor ich rüber gegangen bin. Gerüchte. Hey! Und gucke, ob der ernst ist. Da ist er. Und? Wie sieht es aus? Naja, wieder mal viel Arbeit an Bord. Manchmal ist das hier schon eine ganz schöne Plackerei. Vielleicht hätte ich mit ihm vorher reden müssen, dass wenn ich dem guten Baldwin sage, dass ich rüber segle. Ich segle jetzt wieder zurück nach Warrant. Gut, Innos möge dich beschützen. Na also, da ist er wieder. Da hat also irgendwas gehakt. Wusste ich jetzt nicht, aber ich meinte mich auch irgendwie in einem Eintrag erinnern zu können, ob es jetzt in der Community war oder bei mir. Sonst müsste ich zurückschwimmen. Irgendwie war was mit Ernst. Aber das ist schon Äonen her. Ja, dann schauen wir mal weiter, was wir machen können. Ziehen wir uns am besten wieder mal um. Und zwar, irgendeine Assassinenrüstung wäre natürlich cool. Sonst sind wir hier wieder. Komm. Manchmal prellt das hier so ein bisschen. Was haben wir denn hier? Nomadenrüstung und Assassinen-Magier-Ober. Ich glaube, damit sollte es funktionieren. Wo bleibt die Musik? Kommt bestimmt noch. Ja, jetzt bin ich gespannt, was hier alles so los sein wird. Oder auch nichts. Gehen wir mal diesen ganzen Weg nochmal entlang. Und dann erstmal zu Patera hinfetzen. Kann sein, dass wieder was Neues gespawnt worden ist. Das würde ich erstmal hier checken. Gut, außer dass die Musik fehlt und keine Tierchen mehr neu waren, bin ich also hier wieder angekommen und habe mal die Musik aktiviert. Dann schauen wir mal. Er musste es ja besser wissen. Hey du! Ja, so augenscheinlich hat sich hier nichts verändert. Vielleicht sollte ich nochmal ins Loggy-Boggy gucken. Schauen wir erstmal hier bei den großen Meistern nach. Nein. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen reorganisiert, was Runen angeht, was Logbuch angeht. Ich muss mich da noch ein bisschen sortieren. Ruf der Ahnen.
Dann die Grabkammer vor allem, da muss ich noch hin. Ja, das ist... ich muss mich so langsam mal wieder ein bisschen vortasten. Und der Baldwin hat mir auch gesagt, ich soll da mal unbedingt in den Tempel gehen, also in die Grabkammer. Und bevor ich das mache, werde ich erstmal zu den Nomaden fetzen. Und da muss ich aber erstmal meine Rüstung hier ausziehen. So, und das ist ja gleich die erste hier. Die ist nämlich gut. So, dann fangen wir mal zu Said an. Kann ja sein, dass er noch was zu sagen hat. Ashdod erobern. Mhm. Amana erobern. Worum soll ich mich denn noch anbieten? Stärker und geschickter. Da frage ich mich jetzt, mit was könnte ich jetzt eigentlich anfangen zu erobern? Mal gucken, was denn der Magier sagt. Ja, das ist übelst. Dann kommst du wieder hier hin in Varant und musst dich dann nochmal neu orientieren. Runensteine habe ich eh nicht alle gefunden. Das wird er mir bestimmt bestätigen. Habe ich jetzt alle Runensteine gefunden? Lass mal sehen. Soweit ich das sehe, wird... Ja, okay. So, nochmal eben eine neue Rune angelegt, weil ich möchte jetzt doch noch in den Tempel von Ashdod übersiedeln, wandeln, huschen, beamen, teleportieren. Aber da sind ja die Assassinen. Oh, das wird wieder ein... Das wird wieder wirklich eine Umkleideaktion sondergleichen. Götz. Denn hier gibt es ja auch den Tempel von Ashdod, den ich eigentlich so gut wie ruft irgendein Geheimnis. Ja, also ich habe ja den Schlüssel, habe ich ja. Muss ich denn hier noch rein gucken? Ja. Wir müssen noch mal da rein. Da. Und zwar in die Bibliothek. In die alte Bibliothek, weil ich muss doch tatsächlich noch mal meine eigenen Let's Plays gucken und fragen, wo denn da oder wo ich da stehen geblieben bin. Und mir fiel ja auf, da gab es ja noch irgendwas mit am Ende vom einem langen Gang. Das ist hier in der Bibliothek. Am Ende eines langen Ganges. Gut. Und zwar ist da eine Truhe. Und zwar Almansors Truhe, die noch zu öffnen ist. Und ab hier mache ich mal einen Speicherpunkt. Weil ich habe ja den Schlüssel. Gut, die Grabkammer. Na also, jetzt schließen wir endlich da mal wieder an, wo es hinkommt. Also, die Schlüssel zum Baal-Hanschas. Zum Grab Baal-Hanschas. Wunderbar. Perfekt. So, was ist denn das? Oh Gott, da steht einer. Wer steht denn da? Kane? Der verdächtige Kane steht da? Sieh mal einer an. Unser Adept aus Korinnes. Kane, was machst du plötzlich hier? Da staunst du, was? Der gute Kane hat euch alle hinters Licht geführt. Ich wusste, dass du hinter dem Geheimnis Baal-Hanschars und der Knochenkrieger her bist. So? Woher denn? Pah, du hast dich viel zu auffällig verhalten und die Leute ausgefragt. Das kam mir verdächtig vor. Und darum habe ich dich, solange du hier in Ashdod warst, keine Sekunde aus den Augen gelassen. Was willst du denn eigentlich von mir? Na was schon? Den Schlüssel zur Grabkammer. Her damit. Ich verstehe dich nicht. Ich denke, du wolltest nach Korinnes und den Schläfer wieder erwecken. Und du hast mir das genauso abgenommen wie die anderen Tölpel von Magier. Seit ich in Uga bei Tartaron war, habe ich mitbekommen, dass die Magier hier was ganz Großes planen. Sie haben den alten Meister der schwarzen Zunft zu ewigem Leben erweckt, damit dieser Belias Willen vollstreckt. Die Knochenkrieger sind seine Schergen, die der große Untote
aus dem Staub der Erde wieder zum Leben erweckt. Noch sind es wenige, aber schon bald wird ein ganzes Heer von Untoten die Anhänger Innos vernichten. Ich aber werde den großen Magier bitten, einen Teil seiner großen Macht zu erhalten, um für ihn die Welt zu unterwerfen. Und du glaubst, ohne weiteres in die Grabkammer zu kommen? Natürlich. Warum denn nicht? Ich habe im Gegensatz zu dir einen wichtigen Hinweis darüber entdecken können. Aha. Es wird also nichts und niemanden geben, der mich aufhalten kann. Auch du nicht. Denn dein Ende ist jetzt gekommen. Warum? Gucken, vielleicht kann ich den hier einfach so rummieten hier, ohne dass er großartig Quest Kane und die Grabkammer. Kane ist jetzt hin, ne? Stab der Schwarzmagier, Malerextrakt. Kanes Notizen über die Grabkammer. Kanes Almanach der Besessenen. Oha. Eine alte Buchseite. Aquamarin und ein bisschen Gold. Okay. Jetzt gucken wir mal im Logbuch nach. Und zwar erstmal Kane. Der muss ja weiter unten sein. Ja, der ist weiter unten, aber nicht unter aktuell, sondern unter erfüllte Mission. So. Kane war eine ganze Zeit lang in Astosh verschwunden gewesen. Jetzt taucht er plötzlich in der Bibliothek auf. Auch will er in die Grabkammer des untoten Magiers. Er will mich töten. Ich muss ihm zuvorkommen. Kane ist tot. Dann geht's wieder auf aktuelle Mission. Die Grabkammer wird es sein. Habe ich doch gelesen. Ja. Kane ist tot. Ich sollte ihn durchsuchen. Vielleicht hat er irgendetwas bei sich, was ihm wichtig sein könnte. Und das sind diese Zettel, die wir lesen müssen. Gut, schon mal positioniert. Kanes Notizen über die Grabkammer. Es wird langsam Zeit, dass ich die Grabkammer aufsuche, bevor mir jemand zuvorkommt. Der Schlüssel zur Grabkammer muss in der Bibliothek von Ashtot verborgen sein. So viel konnte ich zumindest erfahren. In der Grabkammer scheinen die Fackeln eine Bedeutung zu haben. Aber welche? Mhm. Da war noch ein Zettel. Gucken wir mal da nochmal nach, wo der ist. Das war der Eimer nach der Besessenen. Ich glaube, das Ding macht mich kaputt. Da habe ich schon gefunden. Das ist eine alte Buchseite aus dem Buch der Grabkammer des Magiers Baal Hanchars. Davon hat ja Kane eben geredet. Fürchte nicht das Feuer, es leuchtet nicht nur, sondern zeigt den Weg. Ah, das war ja also dieser versteckte Hinweis. Ja, dann hätten wir das ja wohl erstmal hier mit den Hinweisen. Aber es hat sich ja noch ein Logbucheintrag zusätzlich ergeben. Und zwar unter die Grabkammer. Ich habe einen Zettel bei Kane gefunden. In diesem stand, fürchte nicht das Feuer. Es leuchtet nicht nur, sondern zeigt den Weg. Was ist damit gemeint? Anscheinend scheint es in der Grabkammer eine Lichtquelle zu geben, die einen Weg zeigt. Vielleicht eine Fackel? So, dann zurück zur Quellhöhle wieder, beziehungsweise respektive Grabkammer. War kommen wir über die Nomaden da am besten hin? Nomaden oder Said? Nee, Said. Am besten zu dem Lager der Nomaden. Das ist näher dran. Said war ja weiter hinten. Ja, und dann sehen wir uns in der Quellhöhle wieder, respektive Grabkammer. Hoffentlich, liebe Freunde, hoffentlich bin ich auf der richtigen Fährte und meine, dass wir hier über diesen das göttliche Artefakt, gut, okay. Lieber halt nochmal gucken, ob da irgendwas ist. Das göttliche Artefakt. Der Teleport, genau richtig. Das ist das. Okay, rein hiermit. Jetzt sind wir hier drinnen und dann müssen wir da, wo die beiden Steinheimis sind. Waren sie denn? Ja, genau richtig. Ist doch die Grabkammer, oder nicht? Ist sie das? Ist doch die Grabkammer, ne? So, was soll jetzt passieren? Kann das sein, dass ich hier noch eine Truhe zu öffnen habe?
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das hier ist ja nicht das Grab. Wir sind ja in der Pyramide. Nicht wahr? Im Labyrinth. Die Truhe ist aber noch verschlossen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wer hat den Schlüssel? Große Frage. Jetzt, ich habe ja noch mal meine Folgen angeguckt und ich habe 3 schwarze Dämonen mal erledigt, gekillt, die vor einer Tür standen. Und ich musste da irgendwelche Steine so drehen, falls ein oder andere sich da erinnern kann. Ich werde da versuchen, mal die Position wieder zu finden, wo das ist. So, jetzt sitze ich wieder richtig. Also, jetzt müssen wir wieder zurück zum Tal von Ashtot, aber bitte sehr in einer Assassin-Magier-Robe. Und jetzt mal gucken, welcher... Ja, genau, das war's. Denn... Jetzt habe ich mich vertan. Andere Geschichte. Etwa der Tempel von Ashtot. So, denn da in der Nähe, da oben irgendwo war was. Wir müssen irgendwo in irgendeine Richtung laufen, wo es irgendwo hochging. Fangen wir erstmal in die Richtung an. Ich melde mich wieder, wenn ich den Pfad gefunden habe. Ich habe ihn gefunden, denn etwas verfolgt mich. Nein! So, wo ist der andere Wüstenräser? Jawohl. Also, das war hier die Richtung. Okay, also da gab es wieder was Neues. Und ich meine, das müsste da oben gewesen sein. Haben die sich also wohl neu... Oder ich war noch... Ja, ich war doch schon hier. Das weiß ich aus der Folge. Weiß ich nicht. Das war irgendeine Folge, die ich nicht vertont hatte. Ah, da ist ja noch einer. Okay. Dann sollte ich vielleicht mal speichern und mich was frisch machen. Und zwar mit Apfelkompott. Mal gucken. Sehr gut. Ach, wenn, dann trinke ich sie alle. Gucken. Ah, wunderbar. Okay, die sammeln wir weiter. Und irgendwo habe ich noch Dunkelpilz. So. Gucken, wo ist der? Da. Ja. Na, gab noch keinen Mana. Gut. Okay, weiter geht's. Jetzt geht's da oben noch rum. Oh, noch eins. Ja, es entsteht hier was dauernd. Dauernd wird hier was Neues gespawnt. Aber das sieht nicht danach aus, wo ich schon mal war. Doch, da hinten ist noch was. Gut, okidoki. Gucken wir mal, ob was hier besser aufgehen. Nee, auch nicht besser. Das Ganze wird auch nicht besser. Geht das darum? Könnte der richtige Weg sein. Könnte, ich weiß es nicht mehr so genau aus dem Lameng heraus. So. Bisschen aus weiter Ferne, richtig. Bleib bloß liegen. Erstmal diesen neuen Geschichten hier folgen. Aua. Und noch einer. Nee, shit. Wieso sind die so shitty drauf hier? Die sind voll shitty drauf. Oder ich habe eine schwache Robe an. Ist ja auch völlig egal, was ich da für eine Rüstung an habe. Hauptsache, ich zieh mal hier die bessere an. Okay, und dann geht's weiter. Moment, zack, 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 da geht's noch mal hoch. Muss ich mal hier noch mal umgucken. Hier ist sackende Gasse. Jetzt gehen wir mal hier oben hoch und lurge mal. Dann lurgen wir mal, ob es hier was gibt. Okay. Da
Rüstenräser, Alter. Ich glaube, wir haben so ungefähr 20 Minuten rum. Ey, die sind ja mal als erstes am rumknapsen an mir. So, der hat eigentlich daneben geknapst, aber trotzdem. Ich verstehe es nicht. Es bleibt spannend, es wird spannend. Hier ist wahrscheinlich auch wieder Sackgasse, ne? Ja, siehst, also müssen wir da unten rum weiter. Oh. Okay. Dann haben wir ja noch ein bisschen Energie. Okay. Habt ihr auch manchmal den Ausfall von Akrobatik? Das hatte ich nämlich manchmal gehabt. Weil, das ist aber selten gewesen. Einfach nochmal das Spiel nochmal neu starten. Also ganz von vorne nochmal neu anfangen, aufhören und neu laden. Da, wo ihr stehen geblieben seid. Und dann kann es weitergehen. Ist auch die Akrobatik wieder da. So, jetzt geht's also hier weiter, weiter. Hier weiter, weiter. Weiter, weiter. So, also hier ist er mal. Mal gleich mal speichern. Sup, sup, sup. Wenn es hier wieder sowas Neues gibt. Ja, okay. Ich glaube, ich bin doch falsch. Otter. Es ist aber auch dunkel hier wieder. Ich gehe erstmal runter schlafen. Mal gucken, vielleicht orientiere ich mich wieder weiter. Oder ich bin hier in einer völlig falschen Richtung. Ja. Ausruhen. Bis zum nächsten Morgen. Okay, jetzt können wir ein bisschen besser gucken. Nö. Da bin ich hier doch in der völlig falschen Richtung hier gewesen, was? Hm. Dann war es doch die andere Richtung, oder wie, oder was? Oder ich habe wieder irgendwas übersehen, weil ich ja meinen Geschwindigkeitsring anhabe, ne? Ja, ich guck mal weiter. Meld mich. Ja, natürlich habe ich was übersehen. Jetzt sieht man es auch tagsüber, nicht wahr? Und zwar bei diesen beiden Steinen dahinter, wo ja auch noch ein paar Wüstenhainis waren, gibt es diesen riesen dicken Busch. Und da bin ich noch nicht durch. Warte mal. Sicher ist sicher. Ah, ja, kein Geschwindigkeitsring. Okay. Ups. Es ist sehr windig draußen. Moment, Leute. Weiß nicht, ob er das gehört hat, aber bei mir schlugen gerade eben die Fenster zu. Ja, weil ich mal gelüftet habe. Und was sehen wir hier? Ein Kreuz. Ach, das ist bestimmt so ein... Wieder so ein Schatzauftrag. Schatz in den Bergen oder... Da gab es noch ein paar Quests. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schatzsuche bei Ashdod. Oh, schwere Wüstenräuberrüstung. Mittlerer Lederbeutel, großer Lederbeutel, noch ein. Na, die werde ich jetzt erstmal schön öffnen. Dort gab ein bisschen Jolt. Jetzt gucken wir mal nach dieser Wüstenräuberrüstung. Die kannst ja, wo ist denn die? Schwere Wüstenräuberrüstung. Aha. Interessant. Okay, dann machen wir mal unsere Nomadenrüstung wieder an. Gucken, was haben wir hier auf dem Plateau zu finden? Nichts. So, der Eintrag, der fehlt ja noch. So, war das nicht Schatzsuche von Ashdod? Gucken wir mal. Unter erfüllte Missionen. Ich habe den Schatz gefunden. Ja, schön. Schön. Ja, dann gucken wir mal weiter. Das sieht hier oben aus, als käme man nicht hoch. Aber ich wollte ja trotzdem noch mal dorthin, wo die ganzen Steinschalterchen sind. Nicht wahr? Da habe ich mich doch hier vertan, weil es nicht hier nicht weitergeht und da unten nicht weitergeht. Ich müsste, glaube ich, doch in die andere Richtung des Tals. Ja, das kommt mir schon bekannter vor.
Also hier, und zwar rechts von dem Tempel. Da ist das. Genau, richtig. Das habe ich auch. Genau, hier ist nämlich auch dieser Stein da. Den ich in meiner Folge gesehen habe. Ja, er muss sich wieder einrennen. Hier kann wieder viel passieren. Wir wissen es nicht. Es kann wieder irgendwelche Razor, Blazer, Naser, Hazer kommen. Na, ich dachte schon, nee, das ist nur ein Gewächs. Aber das liegt bestimmt daran, dass hier doch nichts kommt, weil ich auf der anderen Seite nämlich noch gar nicht war. So, hier ist doch wieder was. Was ist denn hier? Ruschok. Ach, er ist ja verbannt. Ui, da ist er also. Moment. So, dann wollen wir uns mal als allererstes mal ganz schnell umziehen, was Besseres anziehen. Und sicherheitshalber nochmal den Geschwindigkeitsring ab- oder annehmen. Und was haben wir hier? Ja, das Ding. Hier, Moment mal, die könnte ich ja nehmen. So, die kann man ja auch anziehen. Die hat natürlich viel besseren Bums. 10 besseren Bums. Das ist cool. Okay, vielleicht bringt die was. Speichern. Dann wollen wir mal gucken, ob der... Hä? Hallo? Also der geht schon direkt auf mich los. War der Meinung, er würde noch ein Dings bringen. Also ein Dialog. Oh ja, ich darf auf gar keinen Fall ausweichen, dem Typen. So, ist er jetzt tot? Okay. Der ist jetzt tot. Jetzt frage ich mich, warum er mich direkt angegriffen hat. Vielleicht, weil er mich als Assassine kennt. Probieren wir es aus. So, machen wir das mal in der Assassinenroben-Version. Aha, dreht sich nicht um. Halt, stinkender Morra. Was willst du von mir? Clever. Kuschok weiß, dass du Shakarosh Brief von Champok gebracht hast. Kuschok weiß, dass er durch deine Schuld verbannt wurde, Morra. Kuschok, jetzt wollen Rache. Ah, ich wollte die Banditenaxt anlegen. Habe ich vergessen, liebe Freunde. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn auch hin. Mit Dribbling, Dribbel, Tastaturdribbel. Und der wird doch wohl jetzt umkippen. Genau, richtig. Okay. Gut. Herrlich, herrlich, herrlich. Gut, auch das haben wir geschafft. Dann ist der auch mal weg vom Fenster. Und geht's hier weiter. Irgendwo war es noch so eine Höhle. So, supi, war das denn hier in der Nähe? War das denn hier? Hier dieser dicke, klobige Klotz, an den konnte ich mich entfernt erinnern. Dürfte es hier nicht weitergehen? Ach ja, doch! Ah, hier diese Mini-Oase. Da gab es ja zwei Wege dazu. Entweder so rum oder so rum. Und ja, in der Folge bin ich hier rausgekommen. So war das. Bin in die Höhle rein und bin, glaube ich, hier rausgekommen. Wobei ich nicht weiß... Ach nee, das ging ja hier, glaube ich, nur so rum, ne? Blub, blub, nein. Das war ein anderer Wasserfall wahrscheinlich. Gut. Wow, ja, stimmt ja. Suppi. Oh, endlich mal hier wieder richtig schöne... So, und hier an dieser Stelle muss ich absolut nochmal was richtig stellen. Weil ich hatte ja in ein paar Folgen zuvor gesagt, wo ich noch auf Karines bin, mit dem neuen erstellten Mesh, was dort ist, das hat Karim gemacht. Also in dem Birkenbuchen und jetzt Birken und Tannenwald, muss ich unbedingt an dieser Stelle noch erwähnen, gerade so zum Schluss, hat Black Pirate gemacht. Also der hat die Bäume geworbt, der hat die Natur geworbt. Ne? Blöd, dass mir das jetzt hier erst einfällt, aber ich wollte es unbedingt nochmal richtig stellen und nochmal klarstellen und hervorheben. Gucken wir uns doch nochmal weiter hier um. Hier gibt es wieder einen Höhleneingang, wo wir hier genau runterfallen. Kacke. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier auf der richtigen Weg. Ich muss gerade lachen, sorry Leute. Oh Mann,
diese Folge hier zu machen. Das hat mir echt 3,5 Stunden gedauert. Ne? Und wir sind hier eigentlich so gut am Ende. Und ich musste recherchieren. Ich habe mich verfranzt ohne Ende. Also das wollte ich noch mal erwähnen hier an dieser Stelle. Und ja, irgendwo war doch hier in dieser Richtung dieser Türeingang mit den drei schwarzen schwarzen Dämonen, die ich in zig Folgen vorher umgenietet hatte. Wo das jetzt genau ist, ja, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, nicht wahr? Das ist hier. Ich muss mich noch zurück orientieren auch wieder. Weil auf dem Weg habe ich nämlich alles weggemetzelt, das weiß ich noch. Ja, liebe Freunde, es ist ja Ostern, nicht wahr? Und was macht man an einem Ostern? Da bringt man Eierlikörchen, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ja, richtig, Emil. Ja, und dann wünsche ich euch auch noch frohe Ostern, weil das ist jetzt hier die Ostersonntagsausgabe, die rauskommen wird. Und, schreibt einen Kommentar und gebt einen Daumen. Verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.